Herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo. Ich habe vor, die nächsten zwei Tage angeln zu gehen und wie man sieht, ziemlich viel eingepackt. Wahrscheinlich viel zu viel. Wie ich eben das gerade schon oben gesagt habe, habe ich ziemlich viel Kram mitgeschleppt und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich das alles brauche. Ich befeuchte den Boden deswegen, damit ich nicht durch den Staub laufen muss. Wenn ich das jetzt gleich vorbereitet habe, dann werde ich anschließend den Schirm aufbauen, den großen, besser gesagt die Liege aufbauen. An der richtet sich der Schirm aus, der restliche Kram. Und wenn ich das dann soweit fertig habe, werde ich die Routen aufbauen. Die Liege steht. Jetzt kommt der Schirm darüber, also so halb. Dann nachher der andere Schirm wieder schräg davor, weil die Sonne wird weiter gen West wandeln. Das heißt, ich habe nachher hier voll die Sonne drauf auf dem Platz und so verhindere ich mit dem zweiten Schirm, dass ich komplett in der Sonne stehe. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich kann sogar noch ein bisschen weiter rüber. Jetzt bereite ich alles für den zweiten Schirm vor. Der nächste Schritt ist jetzt, das Netz außenrum rüber zu stülpen. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt werde ich meinen Kram reinbringen und wenn der drin ist, dann werden die Angeln aufgebaut. Heute setze ich die Banksticks auf dieser Seite ein, da der Wasserstand runtergegangen ist. Das sollte reichen, ich müsste hier dran vorbeikommen mit den Routen. Ein bisschen kann er noch. Ich brauche heute keine Stiefel, weil es wirklich warm ist. So, das sollte reichen. Die Beute zum Anfüttern sind einmal Mais, Wildberry, Scopex in Gelb und Vanille Scopex etwas heller. Für die eine Angel nehme ich den Scopex, da kappe ich den ein bisschen. Dazu ein kleiner Pop-up, damit er ein bisschen Auftrieb kriegt und nicht wie ein Stein auf dem Grund liegt. Jetzt werde ich erstmal das Baitboot beladen. So ein bisschen mit einigen Boilies. Das sind unterschiedliche Sorten, aber alle in derselben Ausrichtung, das heißt süßlich und fruchtig. Einige von denen zerdrücke ich, damit sie ihre Geruchsstoffe und Geschmacksstoffe ein bisschen im Wasser verteilen. Jetzt für die zweite Angel hier, die ich gerade vorbereite, nehme ich die Geschmacksrichtung Wild Berry. Als Pop-up nehme ich wieder den Sweet Insect. Das ist ein bisschen Auftrieb erlangt, dass er nicht so schwer wie ein Stein auf dem Boden liegt. Jetzt werde ich das aufs Haar fädeln und dann fahre ich den ganzen Kram schon raus. Und zwar wieder rüber an meine gewohnte Schilfkante. Das Gewässer kenne ich ja ganz gut. Mal sehen, ob heute was geht. So, auf dieser Schnur ist Geflecht drauf. Das heißt, hier heißt es für mich die Spitze wieder unter Wasser, dass der leichte Windhauch das nicht gleich vertreibt, weil sie ein bisschen länger braucht, um abzusinken. Alles geschafft, die Karpfenangeln sind jetzt im Wasser. Das heißt für mich ein bisschen auf die Bremse zu treten und einfach nur aufs Wasser zu starren. Doch die Ruhe war nur von kurzer Dauer. Oh, da beißt es schon. Hat nicht so lange gedauert, wird eine Brasse sein. Da der Widerstand beim Anschlag nicht besonders groß war, wusste ich gleich, was dranhängt. Und zum Vorschein kam, was jeder Karpfenangler so liebt: Brassen am Futterplatz.
Da Brassen leider nicht mein Zielfisch sind, habe ich ihnen natürlich wieder die Freiheit geschenkt. Am Nachmittag konnte man ziemlich viele Fische an der Oberfläche sehen. Leider konnte ich nicht herausfinden, welche das waren, aber nichtsdestotrotz war es schön zu beobachten. Der Nachmittag ist schon ziemlich gut vorangeschritten. Ja, ich war ziemlich faul, habe ein bisschen auf der Liege gelegen, die Ruhe genossen. Im Prinzip ist es ja so, dass das hier eigentlich mein Lieblingssee schlechthin ist. Und wahrscheinlich definiert das jeder etwas anders, als ich es tue. Für mich ist das nicht verbunden damit, massenhaft Fische zu fangen, sondern das Gesamte muss stimmen. Wie zum Beispiel die Ruhe, der See an sich, die Beschaffenheit. Im Prinzip alles, wie man so schön sagt. Natürlich ist es schwierig, wenn du einen See hast, wo du gar nichts fängst. Aber so wie hier, wo man Tage hat, an denen es gut geht und Tage hat, an denen es eher schlecht geht, ist im Prinzip die ideale Mischung für mich. Ich muss nicht an einem Gewässer sitzen, was direkt neben der Autobahn liegt, wo ich aber tonnenweise Fische fange. Das geht vielleicht einmal, vielleicht auch zweimal. Aber das war's dann auch. Also das hat relativ wenig dann mit Erholung zu tun aufgrund der Lautstärke, die da. Und bevor Fragen aufkommen, die Gewässer befische ich auch, sind nur keine Lieblingsseen. Eigentlich hatte ich vor, heute schon ein bisschen rumzufiedern. Das verkneife ich mir, das werde ich morgen machen. Ich bin jetzt dabei, ein, zwei Köderfische zu fangen. Und wenn ich dann genügend zusammen habe, hole ich die Raubfischangel raus und dann werde ich erstmal, solange es hell ist, noch auf Hecht gehen, weil die Rauben hier hinten schon an der Oberfläche vereinzelt. Und dann zum Abend hin werde ich den Köderfisch auf Grund legen und dann hoffen, dass da irgendetwas geht. Das war ja in den letzten paar Malen nicht so berauschend hier. Mal sehen, was es ist. Nukelei wäre schön. Ne, eine Platz. Naja, sie geht so von der Größe. Da im Nahbereich kein Räuber den Köderfisch wollte, bringe ich ihn mit dem Boot raus. So, der Köderfisch wird auch rausgebracht mit dem Baitboot, schön weit. Die Schnur gleich unter Wasser gelegt. Es ist kurz vor 20 Uhr. Ich werde jetzt nochmal die Karpfenruten neu rausbringen, dass ich nachher die Ruhe am Platz habe und nicht die Fische im Halbdunkel nochmal aufscheuche. Nochmal vom Dunkelwerden eine Brasse. Naja, Karpfen wäre mir lieber. Da ist sie, die zweite für heute. Mal gucken, ob der was bringt außer Brassen. So, das ist alles klar. Das ist fast 8:30. Jetzt ist Abendbrotzeit. Das Genießen des Entspannungskinos wurde leider durch den Biss einer Brasse unterbrochen. Brasse. Oh, der ist gar nicht so klein. Oh, der hat aber ganz schön was mitgekriegt schon. Der Freund. Tja, das war die nächste Brasse.
zumindest gut, dass schon Bewegung auf dem Platz ist. Eigentlich schon den ganzen Nachmittag über, aber leider bisher nur die Brassen. Also, draußen damit. Guten Morgen. Wie man sehen kann, hat der Boilie richtig gut gearbeitet unter Wasser. Es hat nur leider keinen Fisch gebracht. Sowohl auf Boilie wie auch auf Köderfisch bis in der Nacht leider nichts. Jedoch nicht entmutigen lassen, denn neuer Tag, neues Glück. Da der kleine Fisch sich leider entschloss, rechts in das Schilf wandern zu wollen, hatte ich gar keine Wahl, als den Turbo einzulegen und nicht den Drill zu genießen. Ja, da ist er, der erste Zielfisch des Wochenendes, ein kleiner Spiegelkarpfen. Da ist der Kleine, der eben gerade sich einen schönen Boilie gegönnt hat. Ist ein bisschen klein, deswegen werde ich ihn gleich wieder freilassen. Einen schönen guten Morgen. Ich bin jetzt dabei, Frühstück zu machen. Und wenn ich mit dem Frühstück durch bin, dann werde ich anfangen zu fiedern. So sieht das Ganze dann aus. Das geht dann im Bauch. Heute sollen es weit über 30 Grad werden. Relativ schwacher Wind. Die kommende Nacht wird auch nicht besonders abkühlen. Also Urlaubsgefühle pur. Von der Uhrzeit her, wir haben es jetzt 9:30 durch. Eben stieg der erste Karpfen bei dieser Angelsession ein. War ein kleiner Satzer, ich schätze mal dieses oder letztes Jahr besetzt worden. Ja, das ist immer viel, viel besser als gar nichts. Ich freue mich, bin zufrieden, glücklich. Alles, was jetzt kommt, ist zusätzlich, wie man immer so schön sagt, oder Bonus auf Neudeutsch. Ich habe jetzt auf einen anderen Boilie gewechselt, weil ich gucken möchte, wie sich das mit den anderen Sorten verhält. Ich habe jetzt eine Kokos-Variante und mit der werde ich dann die Stelle 2 befischen. Ja, wie schon angekündigt, möchte ich heute ein bisschen fiedern über den Tag. Das heißt, die Raubfischangel geht dann rein. Der Basisaufbau ist wie immer meine Müsli-Mischung. Heute mache ich noch ein bisschen Paniermehl mit dazu, damit das besser klebt und nicht so viel. Dann
etwas Vanillezucker, um die Lockwirkung zu erhöhen. Ich glaube, zwei sollten da reichen. Dann ein paar kleine Pellets in der Farbe Gelb, weil ich noch ein bisschen Mais reinmachen werde. Etwas Mais, nicht zu viel. Die Fische sollen ja den Hakenköder treffen. Und die Mischung. Das mische ich dann einfach durch, ordentlich. Dann kommt Wasser drauf. So sieht es dann aus. Schön grobe Partikel dazwischen, schön klebrig. Die Fiederangel ist jetzt soweit vorbereitet. Das ist der Köder, ein klitzekleines Stück von einem Pop-Up, ein kleiner Wurm. Den Korb drücke ich jetzt hier ordentlich rein, damit das Futter da richtig reingepresst und verdichtet wird. Und dann kann es schon raus. Die Stelle, die ich beangeln möchte, ist gleich hier vorne an der Kante, wo es von 2 Meter, 2,50 Meter auf 3 Meter abfällt. Da werde ich mir jetzt großflächig einen Platz nebenbei aufbauen. Aufgrund der Hitze und des nicht vorhandenen Windes gestaltet sich das Fiedern ziemlich zäh. Wer kann es den Fischen verdenken? Ich hätte da auch keine Lust, groß zu essen. Zur Federroute gibt es nicht viel zu sagen. Es ist eine Heavy Feeder mit bis zu 100 Gramm Wurfgewicht. Die Rolle ist irgendwas ganz Normales. Die Karpfenruten und Rollen sind nichts Besonderes. Ich habe das Ganze dreimal als kompletten Satz. Es sind 10 Fußruten mit 3 Lips, 7 Ringe, parabolische Aktion, weil ich mag es, wenn die Ruten sich ordentlich durchbiegen, auch bei kleineren Fischen. Und die Rollen selbst sind 8000er Rollen. Eine von denen habe ich mit einer geflochtenen Schnur, Stärke glaube ich 28, 16 Kilo. Und die anderen beiden habe ich mit Monofila, einmal braun, einmal grün. Und das ist eine 40er mit knapp, ich glaube 14 Kilo Kampfkraft. Der Fischnachwuchs. Hier sind auch viele kleine Barschulen im flachen Wasser unterwegs. Die sind aber etwas scheuer. Sind die Barschulen, die ich vorhin angesprochen habe. Und die jagen die ganz kleinen, die ich eben gezeigt habe. Bis auf 2 kleine Plötzen jetzt beim Fiedern und der Karpfen heute früh ging eigentlich nicht besonders viel den Mittag durch, also 14 Uhr. Die Sonne kommt jetzt langsam rum und das bedeutet für mich, dass ich mich dann nachher erstmal in den Schatten zurückziehen werde, weil es noch wärmer wird. Und es ist natürlich klar, dass bei der Hitze die Fische nicht wirklich Lust haben, sich zu bewegen oder zu essen. Der Köderfisch ist mit dem Köderboot rausgebracht. Hier selbst habe ich dabei auf den Bissanzeiger gelegt. Der Bügel ist auf. Die Schnur ist gesichert durch ein Band, dass er nicht von alleine von der Spule rollt. Und dort habe ich einen kleinen Ring eingehängt, sodass ich höre, wenn er dort in Richtung Schilf zieht. Ich habe den Nachmittag gut verschlafen, als ich mich hingelegt habe. Auf die Liege gelegt habe, war es 14 Uhr, jetzt ist es 17 Uhr. Ich habe einfach mal 3 Stunden verpasst beim Angeln. Ist aber nicht schlimm, es ist ziemlich heiß. Jetzt kommt zum Glück ein bisschen Wind auf. Vorn war das noch auszuhalten, nicht so extra dramatisch, aber auch nicht angenehm. Beim Reinkurbeln also hatte ich eine 50, 60er wird schon gewesen sein, Brasse dran. Die habe ich jetzt nicht gefilmt oder abgefilmt, die habe ich direkt freigelassen. Die andere Angel werde ich auch gleich klar zum machen. Kontrollieren nicht, dass da auch eine Brasse schon ewig dran rumhängt. Und
Tja, eigentlich hatte ich vor zu fiedern. Das ist natürlich durch das Einpennen schief gegangen. Ich werde jetzt gleich noch mal ein, zwei Würfe machen und wenn nichts geht, werde ich die Köderfisch wieder rausholen und so ziemlich weit rüber auf die andere Seite bringen. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Heute Nachmittag war es richtig schön warm. Demzufolge war das eigentlich schon klar, dass nicht so viel geht. Jetzt hat der Wind etwas aufgefrischt zum Abend. Ja, und dann hoffe ich mal, dass heute Nacht mehr mit Karpfen geht als letzte Nacht. Das werde ich dann morgen früh spätestens wissen. Jetzt bringe ich ihn wieder auf Position 1 raus. So, dann darf der kleine Freund wieder nach Hause. So, die zweite Runde ist auch bereit. Ja, dann ist gleich die zweite Karpfenangel rausgebracht. Ich habe heute den Nachmittag hin überlegt, ob ich die dritte auch auf Karpfen lege. Und zwar hier vorne an die Kante, wo ich gefiedert habe. Ja, jedoch haben wir nun mal das Glück, dass wir hier mit drei Angeln angeln dürfen. Und alle drei auf Karpfen heißt auch, alle drei fangen oder alle drei fangen nichts heute Nacht. So habe ich dann zumindest die Chance und ich werde jetzt auf Köderfisch, Montage, Zander zurückrüsten. Zumindest mit Köderfisch vielleicht irgendwas zu fangen. Das kann natürlich auch total schief gehen, so wie letzte Nacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich etwas, was ich dann beobachten kann. Es ist 10 durch. Ich bereite jetzt alles für die Nacht vor, dass ich heute Nacht nicht wieder von irgendwelchen Tieren überrascht werde. Dazu habe ich hier heute reichen 3 Ölkerzen, die ich verteilen werde. Und dann werde ich die Positionslichter noch einschalten. Anschließend werde ich es mir gemütlich machen. Die eine bleibt gleich hier. Backbord. Und die andere Lampe ist demzufolge Steuerbord. Nochmal ein kurzer Funktionscheck bei der Köderfischangel. Und dann hoffe ich mal, dass ich heute Nacht einmal raus darf, also mindestens einmal. Wenn nicht, ist nicht so schlimm. Hier können wir ein bisschen mehr lose. Ich fahre komplett weg. Und dann bis es auf der Köderfischangel. Das hatte davor schon mal ein paar Mal gepiept, da war ich auch kurz draußen. Der Fisch zog nach links ab, diesmal war es komplett andersrum. Er zog nach rechts ab und das habe ich erstmal gar nicht gecheckt.
Das gibt's gar nicht. Nackt und Hecht. Und gar nicht so klein. Ja, da ist er, der kleine Freund. Der war knapp über 60 cm lang. Und jetzt geht die Rute wieder raus und dann hoffe ich mal, dass noch ein Räuber einsteigt. Einen schönen guten Morgen. Es ist kurz vor 5. Ich hatte eben gerade einen schönen Abläufer. Er hat auch kurz gehakt, aber dann ist er leider ausgestiegen. Wahrscheinlich habe ich den Anschlag nicht stark genug gesetzt. Ist nicht so schlimm. War auch kein Riese vom Gefühlten her. Auf jeden Fall war es keine Brasse. Das hat man gemerkt, weil er sich gewehrt hat. Ich gehe mal davon aus, so in der Größe wie der andere, den ich gefangen hatte, oder eine etwas größere Schleier. So was in der Art. Ich werde jetzt den Köder neu rausbringen. Und dann schauen, ob da noch einer möchte. Die Nacht verlief diesmal deutlich besser. Ich hatte einige Bisse auf Köderfisch gehabt. Den einen Hecht, den ich gefangen habe, die anderen habe ich leider nicht verwerten können. Und was man gehört hat, heute Nacht war deutlich mehr Bewegung auf dem Wasser als die Nacht davor. In der Ecke, da wo ich meine Karpfangeln ausgelegt habe, da hat es auch endlich geklatscht im Sinn. Kaltstart am Morgen. Piep. Frust pur, dass er leider nicht gehakt hat, weil der ist ordentlich gegen die Rute marschiert. Im Großen und Ganzen war das schon ein sehr holsames Wochenende. Ich würde gerne noch eine Nacht dranhängen, aber Montag muss ich leider wieder zur Arbeit. Beim nächsten Mal hoffe ich mal, dass es nicht so heiß wird. Ich gehe davon aus, dass heute identisch zu gestern wird, dass tagsüber gar nichts laufen wird durch die Hitze und durch die Sonne. Und dann wahrscheinlich erst wieder so ab 2, 3, so wie heute. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.